Die Tour de France mitten in London. In diesem Café kein Problem. Jeden Tag versammeln sich hier Radsportfans, um das Sportereignis live zu verfolgen und um Fach zu simpeln. Wir schauen uns heute diese Tour-Etappe an, weil wir die vor zwei Wochen selbst gefahren sind. Ich habe diese Kneipe erst kürzlich entdeckt und im Vergleich zu anderen, ich weiß nicht, eigentlich kenne ich keine andere, in der die Tour de France gezeigt wird. Ich feiere hier mit einer Freundin ihren Geburtstag. Sie ist auch Radsportfan. Nach einem Arbeitstag ist das eine gute Gelegenheit, die Tour de France zu schauen. Cycle Cafés sind in Großbritannien stark im Kommen. Hier können die Biker einen Drink nehmen, im Internet surfen oder Radsport auf Großbildschirm verfolgen, während nebenan in der Werkstatt ihr Zweirad repariert wird. Die Leute kommen in erster Linie her, um was zu trinken. Inzwischen haben sie bemerkt, dass in einer Ecke des Cafés auch eine Fahrradwerkstatt ist. Trotz des Großstadtverkehrs schwören immer mehr Londoner auf Pedalkraft. Ein kostenloser Fahrradverleihservice nach Pariser Vorbild dürfte dem Trend zusätzlichen Schub geben. Es ist verrückt. Seit Beginn des Jahres sind hier viele Läden mit Fahrradbezug entstanden. Wir sind nicht die einzige Fahrradkneipe, die in den letzten drei Monaten aufgemacht hat. Kein Wunder, kann man sich nach getaner Arbeit doch ganz gemütlich das Bier schmecken lassen, während nebenan der geliebte Drahtesel gehegt und gepflegt wird.